Was? Was? Hä? Digga, ich fliege. Oh! Yo, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Tobi. Leute, wir wollen heute ein bisschen mit dem Shopping-Cart rumexperimentieren, Leute. Wir haben ein paar Experimente vorbereitet, beziehungsweise ein paar Sachen, die im Internet noch nicht ganz geklärt sind. Dinge, die wir unbedingt herausfinden möchten. Unter anderem zum Beispiel, ob man Fallschaden mit diesen Shopping-Carts verhindern kann. Ja, nein. All das werden wir jetzt mal ein bisschen auf die Probe stellen und gucken, ob das dann so funktioniert. Und dann haben wir noch eine kleine andere Sache, Leute, die wir dann zum Ende hin versuchen zu machen mit dem Shopping-Cart. Und zwar einen ganz, ganz leckeren Kill damit. Leute, mit dabei ist mal wieder, liebe Escation. Heute mit Facecam von Rivi, Leute. Ja, weil es Rivi hat ja Facecam gekauft, nämlich. Und also, ich bin. Also. Tobi, pass auf, wir gehen erstmal nach Retail Row. Nicht so aufgeregt sein. Holen uns dann erstmal im Hundehüttenhaus ein paar Gegner. Rassieren ein bisschen in der Stadt, Digga. Machen dann unsere Action mit den Cards. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, Leute. Denn ich habe so ein paar Sachen in meinem Kopf. Unter anderem Impuls-Nades und Cards. Was passiert da? Unter anderem, wenn ich quasi aus dem Kart herunterfahre und Tobi rechtzeitig rausspringt und so weiter und so fort, kriege ich dann Fallschaden? Ja, nein, kann man damit eventuell coole Plays machen? All solche Sachen, meine Freunde, werden wir heute in diesem wunderbaren Video mal testen. Und ich bin gespannt, ob ditte alles so funktioniert. So. Oh, nein. Unter uns. Ich habe eine geile Idee. Achtung. Oh, einen habe ich. Mach den anderen. Ja. Alter, Tobi, das war geil. Danke schön. Das war Teamwork nämlich. Weil kann ich die... ich habe... Okay, pass auf. Ich habe folgende Plan, ja? Hier seins. Ich möchte erstmal gucken, Tobi, ob man eventuell, wenn man eine hohe, hohe Sache baut. Ja, zum Beispiel, wir bauen uns einfach mal hier so. Komm mal her. Och Gott, Alter. Nee. Kurz. Nein! Ich steige aus. Es ist immer das Gleiche, Alter. Aber noch. Er ist bei mir super low. Er hat 1 HP. Ganz oben. Er hat 1 HP. Was? Er ist nicht gerade oben. Er ist hinter mir. Aber er ist wirklich krank low. Digga, guck mal meine HP an. Pass auf, Tobi. Mein Plan ist folgender, okay? Aha. Wir beide gehen jetzt hin. Du gehst nach... Geh mal in das Kart rein. Spring mal rein. So, pass auf. Und jetzt möchte ich gucken, Digga. Wenn ich jetzt quasi damit ein Salto mache, ja? Das heißt, runter, direkt fliege. Springst du bitte direkt ganz unten raus, okay? Spring raus. Warte, 3, 2, 1 und raus. Oh! Was? Hä? Digga, ich fliege. Nein. Ich kann lenken. Nein, nicht im Wasser. Nein. Was? Hä? Hä? Oh, was? Hä? Hey, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, Digga. Ich habe gedacht, dass ich damit einfach nur Fallschaden verhindern kann. What the fuck? Ey, wie geil, Digga. Ich dachte, wir nennen das Video irgendwie so, ja. Experimente mit dem Shopping-Cart und dann sowas. What the fuck? Okay, das macht komplett gar keinen Sinn. Lass das mal kurz durchgehen, Leute. Also. Warte, hol dir. 360. Boop. Oh, dein Mate war es. Geh einfach hin und finish dein Mate und lock dich aus. Okay. Eigentlich war der Plan, um zu gucken, weil wenn ich ja so mit dem Kart lande, lande ich ja quasi nicht mit dem Bein drauf. Warte mal, lass es mal bitte versuchen, ob das auch klappt, wenn du drin bist, Digga. Wenn du drin bleibst, ob wir dann beide mit dem Kart fliegen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir haben nämlich eigentlich gedacht, okay, damit kann ich keinen Fallschaden bekommen. Das heißt, man könnte quasi Gegner von oben pushen und dann halt auf die Gegner einfach runter. Aber das sprengt gerade einfach alles, Leute. Wir sind über die komplette Map damit geflogen. Ey, Digga. Was ist los, Alter? Wie hoch warst du ungefähr? Ich war so hoch, wie ich noch nie in Fortnite gewesen bin. Ich schwöre es dir, Digga. Ich denke gerade. Hat das schon mal jemand entdeckt? Keine Ahnung. Ich denke gerade daran, Digga, dass wir das Video einfach so komplett hochladen. Oder wir jetzt einfach uncut, Junge. What? Ja, wir machen es einfach. Wir können doch irgendwie escapen von Gegnern. Weißt du, was ich meine? Okay, eigentlich. Wir versuchen jetzt erstmal, dass ich drin bleibe, weil sonst ist er Schwachsinn. Aber es muss ja, keine Ahnung, Digga. Ich weiß wirklich nicht, was abgeht, Leute. Ich hoffe mal nicht, dass die wieder dafür jetzt gebannt werden. Ich werde das natürlich direkt wieder an Epic Games weiterleiten, Leute. Okay, wieder Retail. Lass mal hier vorne direkt hin da wo die Shopping Cards alle sind, Digga. Ich hatte gerade Adrenalin, obwohl. Ja, genau. Drin. Und zweitens, du bist einfach so weggeflogen. Ich guck so, ich scope mit meiner Sniper hin und ich sehe dich einfach nicht mehr, ne? Du warst selbst da weg. Du warst so weit oben. Digga, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Warum ist das so? Es muss halt irgendein Fehler sein, Digga. Ja, klar. Aber liebes Epic Games Team, ihr wisst Bescheid. Da habt ihr auf jeden Fall das nächste Ding zum rauspatchen. Aber ganz ehrlich, Leute, Epic Games macht hier einen fantastischen Job. Die haben halt mit dem Kart gab es irgendeinen Bug, dass man halt alle Spieler instant töten konnte, Leute. Das ist auf jeden Fall jetzt beseitigt worden von Epic Games. Okay, Tobi, wir wollen direkt nächste Rampe kommen. Lande aber genauso wie gerade eben. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Das war ja ungefähr die hier von eben, oder? Ja, klar. Okay, warte. Und Achtung. Einmal tauschen. Und zack, auffangen. Okay. Warte. Ich bleib jetzt mal drin, ja.
Okay, nee, es ist anscheinend nur, wenn man drauf. Hä? Fahr mal langsamer, weil wir sind davor irgendwie so. So wir sind langsam, über die Ecke gekippt, ne? Wir sind so senkrecht, ja, wir sind so senkrecht gestanden. Okay, warte. Das ist eh das Beste, dass man darauf tanzen kann. Okay, warte. Okay, warte. Langsam. Okay, vorsichtig. Oh. Und? Au! Hä? Was? Guck mal, mein Bauch. LOL! Ich hab 6 HP! Du hast auch nur. Wie viel HP hast du? 6. Hä? Was? Warum kriegen beide 6 HP? Okay. Warte, komm mal her. Warte. Wir sind jetzt an der Rand der Border. Schau mal vor, ich fliege in irgendeine Welt, die es gar nicht gibt. So weiter links, weißt du? Alter. Okay, ich muss direkt vor dem Boden rausspringen. Wie hast du es eben gemacht? Einfach mittig ungefähr rausspringen. So. Okay. Gut, okay. Langsam. Ja, ja. Schrei, wenn ich rausspringen soll. Dann muss ich direkt Leertaste drücken, ne? Jetzt. Nochmal? Was? Hey, wieso haben wir jetzt beide 6 HP? Hey, wir haben halt gleich Fallschaden bekommen, ne? Ja, aber das ist ja schon crazy, weil du sitzt ja in einem Kart drin. Normalerweise müsst ihr gar keinen Fallschaden bekommen. Stimmt, ich bin ja 20 Zentimeter höher. Genau das. Nee, aber man kriegt ja normalerweise in einem Kart keinen Fallschaden. Genau das sind diese Experimente, die wir durchziehen sollten, wollten. Aber dieses eine Resultat von eben, das war so unglaublich random einfach. Okay. Jetzt. Und ich bin raus. Hä? Wir kriegen das nicht mehr hin, glaube ich. Hast du irgendwas gemacht? Leertaste gedrückt gehalten oder so? Ich weiß nicht, Digga. Ich bin einfach gefahren und dann runter und dann ist es passiert. Du bist einfach nur gefahren. Ja, Digga. Ich bin einfach nur runter und dann ist es passiert. Macht einfach gar keinen Sinn. Okay, Leute. Ja. Ich würde sagen, es wird jetzt der Win geholt. Ganz klar. Ich glaube, das mit den Impulsgranaten und dem Einkaufswagen versuchen wir wann anders, Tobi. Jetzt geht's einfach primär einfach um diesen gottverdammten Schreihard-Win. Okay, der bestellt. Warte kurz. Ich bin knockt. Aber ich hab's den Mate genockt. Er finisht mich nicht. Er hebt sein Mate auf. Alter Ehrenmann. Wo ist denn der? Ja, aber, hier beim. Komm mal zu mir, da ist dieser Balkon, da kannst du drauf. Hier hebt er gerade sein Mate dahinter auf. Woo! Tobi musste sich mal wieder den Hintern retten lassen von mir, ne? Aber ich hab auch einen Kill. Da reden wir jetzt nicht drüber, Tobi, okay? Den Leute drauf. Hilfe. Au! Digga, was? Wie viel gibt der mir, Alter? Er gibt mir einen One-Shot, Digga. Hinter mir. In dem Haus drin, ne? Nein! Brauchst du Hilfe? Ja, 3 AP. Noch Falle hier. Wo bist du denn? Hier. Er hat jetzt die Falle laufen. Ich bin knocked, Digga. Der ist bei mir hier, der ist laut. Ja, ich werde gefinisht. Hey, Digga. Er ist so schlecht. Wieso verreckt er nicht, Mann? Mach Impuls, Nate. Versuch's. Okay, ich setz mich vorne rein. Passagier. Ich hab keine Impuls, Nate mehr. Ach nein. Digga, du hast ja ultra die Backflips gemacht. Ich hab Gegner gehört. Die haben's einfach nicht gecheckt. Digga, es steht doch. Warte. Aber bist du unsterblich, ja, Junge? Das ist er hatte alles voll mit Waffen, aber er macht nichts. Hey, was ist das für ein Typ? Was war das für ein Typ? Hä? Der eine macht gar nichts. Ja, der andere auch nicht. Hast du gehört, ne? Warte, ich sneak mich an ihn an. Du kannst laufen, der hört das nicht. Du hast gerade einen Battle da, einen Tilted gehabt. Wieso hat er die Sniper nicht benutzt? Was sind hier für Leute drin, Alter? Oh, oh. Was? Hä? Warte, der ist knocked. Sein Mate ist hier irgendwo. Hä? 7 Kills. Ich verstehe gerade absolut gar nichts, Junge. Wie konnten wir in der Round gerade sterben? Kommst gleich beim Berg bei dir, ne? Die anderen zwei da. Er hat Fallschaden, er hat so viel Fallschaden bekommen. Ich versuch's nicht mal ernsthaft, was? Digga. Ich würde dich halt einbauen. Nee. Ich geh jetzt auf Full End Glück, Alter. 8 Kills. Solo gegen Duos. Ich verstehe gerade wirklich absolut gar nichts mehr, Tobi, wirklich. Da ist er wieder. Tobi, was ist seine Mission da oben? Was? Ja, Digga, er hat 90 Schaden ohne Schild bekommen, der hat 10 HP oder so. Verstehe die Welt gerade nicht. Was machst du? Ich hab einen Jump-Pad. Baust du jetzt. Achso. Blick über das Jump-Pad mit der Sound. Ne, Digga, hat der Sound schon an oder was?
Ey. Oh ja, der ist hinter dir hochgelaufen. Hallo? Hallo, Motherfucker. Ich bin extra noch stehen geblieben. Ich bin extra noch stehen geblieben. Hast du es gesehen? Hast du gesehen? Digga, der schießt wieder voll daneben. Nein, was sind das für... Was sind das für Gegner? Ich stehe nur so vor ihm, guck ihn an. Ja, hä? Ey Leute, wir spielen danach auf jeden Fall nicht noch eine Runde. Die Runde allein ist schon Gold wert, Leute. Egal, ja, ob ich das jetzt gewinne oder verliere. Aber da rechts hin, 120. Ja, ich 120. weiß. Ich sag dir eins, pass auf, Genau. Oh! Genau, pass auf, der wird die Kiste öffnen, Tobi. Die werden zu dir hochkommen. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Oh. Hä? Hoi. Oh, Digga, Alter. Oh. Jetzt frisst auch ja, drei gut. Hits, Digga, dieses weißt Spin du? Haben wir auch nur try-hard. Ja, Leute, schade. Egal. Oh. War auf jeden Fall trotzdem eine lustige Runde. Wir haben das Geisteskrankste herausgefunden, Leute. Was eine geile Aufnahme. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Macht's gut. Oh. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.